So, dann gehe ich nochmal hier rein und drehe hier auch nochmal. Und hier ist das dritte Rohr, beziehungsweise das dritte Ventil. Und jetzt kann ich auch hier durch. So, was ist hier? Hier ist nichts. Kamera? Nein, keine Kamera. Okay, jetzt gehen wir wieder nach unten. Der hat uns be... Ups, da ist noch jemand. Autsch. Der hat uns hier mit einer Granate beschossen. Aber hier ist schon wieder eine Schutzweste, die nehme ich natürlich mit. Hier ist noch wieder eine Frau. Und hier ist noch jemand. Und jetzt begeben wir uns auch wieder in die Tiefe. Jetzt sind wir hier, glaube ich, wieder auf Level, keine Ahnung. Das hier war eben, glaube ich, 1, also wäre das hier irgendwie Level 0, keine Ahnung. So, und jetzt müsste nämlich dort ein Scharfschütze sein, genau. Headshot. So, jetzt sind wir nämlich genau auf der anderen Seite des Dumps. Da hinten sind wir reingegangen. Und, Kamera, komm hier jetzt wieder raus. So, Kamera ausgeschaltet. Und hier sieht man auch schon wieder da irgendein Licht durch die Wand. Das finde ich gerade echt ein bisschen merkwürdig, aber... Naja. Hallo, du. Und auf Wiedersehen. So, dann nehme ich jetzt aber doch mal hier das Schnellfeuergewehr. Ach ja, man hat auch hier so einen coolen Apparat. Da sieht man jetzt gerade, dass hier jemand kommt, der uns aber nicht sieht. Was für ein Idiot. Hier sehe ich zum Beispiel, dass jetzt hier oben eine Kamera ist und man sieht dann gerade den Sichtbereich, wo die Kamera sich hingedreht hat. Und... Huch. Ach so, da ist noch jemand. Ich dachte gerade, hier, nimm eine Mine. Ach, verfehlt. Naja. So. Ja, und auf dem Gerät sieht man auch Gegner und ja, welche Richtung die laufen und so. Kann mitunter sehr praktisch sein. So, die Kamera schalte ich jetzt mal eben aus hier. Nimm die Munition hier mit. Und hier sehe ich wieder eine Kamera durch die Wand. So, die ist auch aus. Und dann gehen wir mal hier in das Gebäude rein. Und wir haben auch schon den Zeitkristall geortet. Hier ist wieder eine Wache. Alles kein Problem. Und dann... Oh, scheiße, der hat den Alarm ausgelöst. Ich weiß jetzt nicht, kommen hier noch mehr? Ich warte einfach mal. Ja, da ist noch jemand. Ist natürlich praktisch, wenn die mir hier einfach alle in die Schussbahn reinlaufen. Und jetzt möchte ich hier mal eben was gucken. Ich bin nämlich der Meinung, hier ist noch ein kleines Extra versteckt. Aber dafür muss ich mal eben... Moment, ich wechsle mal eben auf die... Faust. So, genau. Wenn man nämlich keine Waffe hat, hat man natürlich auch noch die Faust. Und ich muss mal eben in diesen Kisten hier ein bisschen rumwühlen. Da ist es. So, hier sehen wir jetzt ein kleines was auch immer. Das kann ich einsammeln. Jetzt habe ich das Anaconda-Rom. Und damit kann ich Folgendes machen. Wahrscheinlich, wer Timesplitters kennt, weiß, was jetzt kommt. Man hat nämlich noch ein paar sehr lustige Minispiele in diesem Apparat drin. Zum Beispiel Anaconda, was man mit bis zu 4 Spielern spielen kann. Und ich spiele jetzt einfach mal eine Runde. Denn ich finde das Spiel einfach mega witzig. Und auch die Idee, dass... Okay, Grafikfehler. Die Idee, dieses Minispiel einfach in dem Spiel selber zu verstecken. Und außerdem ist die Musik auch mega geil. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Und da ist auch schon wieder ein Grafikfehler. Keine Ahnung, wovon das kommt, aber egal. So, wollte ich nur mal eben kurz zeigen, was es hier noch so Tolles gibt. Und jetzt gehen wir weiter. Da. Das Schnellfeuergewehr. Was war hier noch? Ach ja, hier ist eine Dusche. Aber duschen wollen wir jetzt nicht. So. Von ihm war es natürlich sehr klug, neben den Explosionsfässern... Oh, da ist die Kamera.
neben den Explosionsfässern zu stehen. So, jetzt muss ich mal die Kamera... So. Wenn die Kamera mich nämlich bemerkt, dann wird auch der Alarm ausgelöst. Und das möchte ich ganz gerne vermeiden. Ich gehe da jetzt einfach mal... Ja. Genau das wollte ich nämlich vermeiden. Aber jetzt ist es zu spät. So, habe ich hier noch was übersehen? Hier ist noch ein Typ. Hier liegt noch Munition. Hier ist ein Kontrollpunkt. Jetzt muss ich mal noch einmal auf unseren Uplink hier gucken. Zeitkristall, habe ich den jetzt übersehen? Nee, der ist da hinten, okay. Bisschen Verwirrung. Hey, du bist tot. Mal sehen, da oben ist noch jemand. Und da sind noch zwei Wachen. Also ich muss sagen, den Schwierigkeitsstufe normal hatte ich irgendwie schwieriger in Erinnerung. Aber na gut, das ist auch das erste Level. So, hier muss man wieder aufpassen. Hier hängen nämlich zwei Miniguns an der Decke. Die werde ich jetzt auch mit den Haftminen hier ausschalten. So, da eine dran und da eine dran. Das sollte eigentlich reichen. Ja, beide sind kaputt. Dann mal wieder unser Schnellfeuergewehr und wir gehen mal hier gucken, was es hier so gibt. Hier ist ein Schalter, den können wir anmachen und da vorne das Tor aufmachen. Und hier wird die Systemdiskette benötigt. Und die werden wir uns jetzt mal besorgen. So, Feuerlöscher kann man auch von den Wänden nehmen und kann damit, naja, Gegner tot sprühen. Es funktioniert, aber ist nicht so effektiv, sag ich mal. So, hier ist eine Quarantänezelle, da sind irgendwelche Gestalten drin. Und hier sind nochmal Granaten und eine Schutzweste. So, gucken wir mal, was ist hier. Ach ja, genau, hier ist dieser eine Typ. Da können wir ein bisschen fies sein und hier an das, an die Kontrolle für die Selbstschussanlage gehen. Und ihn mal eben erledigen. So, die schalten wir mal aus. Und machen diese beiden Türen auf. So, der hat uns hier was Schönes dagelassen, nämlich eine Schrotflinte. Und hier sitzen ein paar Gestalten, die ein wenig tot aussehen. So, bam. So, ein Haho, Überraschung, es sind Zombies. Uah. Bam, Headshot. Also dieses Geräusch, wenn man einen Headshot macht, ist übelst laut, muss ich sagen. Keine Ahnung, ob das bei YouTube auch so laut ist, aber hier ist es echt ziemlich übel auf meinen Kopfhörern. Ach ja, durch die Scheiben kann ich auch durchlaufen. Ich weiß nicht, verliere ich da... Ja, verliere ich auch Energie von, dann sollte ich das vielleicht nicht machen. Habe ich jetzt die Diskette eigentlich mitgenommen? Ich weiß es gar nicht. Mal eben gucken. Okay, in den Aufgaben steht nichts weiter. So, dann wechseln wir mal wieder auf die... Wo ist mein Schnellfeuergewehr? Da. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die Diskette da gefunden habe bei diesem Typen da hinten. Ich gucke jetzt erst nochmal eben weiter, was hier noch so ist. Hier ist noch eine Tür. Hier ist wieder eine Zelle, aber ansonsten nichts. Und hier hinten, da sind wieder ein paar tote Gestalten. Und hier ist der Zeitkristall. So, stehen die jetzt auf? Nein. Okay, dann müsste ich die Diskette, glaube ich, haben. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu den Kontrollen. Und werde da das System aktivieren. Hier sieht man auch wieder die Lampen durch die Decke, komischerweise. Naja, gut. Ich denke mal, so doll stört das jetzt nicht, also kümmere ich mich da jetzt nicht weiter drum. So, hier kommt die Diskette rein. Diskette wird eingelesen. System wird neu gestartet. Schließe alle Subsysteme. Warnung, Quarantänefehler. System wird neu gestartet. Reaktivieren Sie die Energieversorgung. Ist erledigt.
Und hier sind noch mehr Zombies. Headshot. Headshot. Und jetzt bricht die Framerate gerade ein. Ich weiß nicht warum, jetzt ist es wieder in Ordnung. So, da ist noch ein Zombie. Headshot. Bam. So, und die ganzen Zombies sind nämlich jetzt, glaube ich, hier aus diesen... Genau. Jetzt sind diese Quarantänefelder hier deaktiviert und hier lag auch ein Flammenwerfer. Aber ich bleibe trotzdem mal bei unserem Sturmgewehr. Wo ist es jetzt? Ich glaube, ich drücke immer in die falsche Richtung. Da ist es so. Gucken wir nochmal im Rhein. Hier ist aber nichts mehr. Nee. Moment, was liegt hier denn? Achso. Noch ein paar Mal Mine mit Fernzünder. Und jetzt haben wir hier einen Energiebalken von Container. Da ist noch ein Zombie. Noch zwei sogar. Bam. Auf die Fresse. So, dann gucke ich nochmal eben. Zerstören Sie den Kampfstoffcontainer in der Ausgrabungsstätte. Okay, das ist dieser hier. Und dafür nehme ich mal eben die Minen und hefte hier so ein paar dran. So. Bisschen merkwürdig ist allerdings, dass wenn eine Mine explodiert, dass die anderen davon nicht gleich mit hochgehen. Aber naja, sehen wir jetzt mal drüber hinweg. So. Spezialeinheiten sind unterwegs. Da vorne ist auch schon ein... Ja, Spezial, keine Ahnung was. Und da oben wird ein bisschen rumgeprügelt. So, weg mit dir. Gib mir deine Munition. Dann müssen wir uns jetzt mal mit den Spezialtruppen hier anlegen. Und da fackelt gerade jemand ab. Da sollte man aufpassen, dass man nicht selber von dem Typen in Brand gesetzt wird, weil sonst muss man sich irgendwo Wasser suchen. Und das gibt es hier, glaube ich, nur in der Dusche, in der wir vorhin waren, weil sonst fackelt man langsam ab. So. Der ist hinüber. Gucken wir mal, was hier noch so los ist. Ein Soldat, jede Menge Zombies. Bam. So, nachladen. Wo die ganzen Zombies wohl noch herkommen. Oh, er hat seinen Arm verloren. Tja, jetzt ist er wohl arm dran und er hat den Kopf verloren. Tja. Ja, da kommt noch einer. Bam, Headshot. Was ist denn hier noch drin? Food Supplies. Und eine Weste, okay. Huch, da war noch jemand. Ich hab dich gesehen, Junge. Geh weg.